Hallo zusammen, ich stelle euch heute einen Kühlschrank vor, den ich an sich gar nicht habe. Das ist ein Kühlschrank, der an Knaus Wohnmobile geht und ist eine Alternative zu unserem 85N. Der Kühlschrank hat eine Breite von 48 cm, eine Höhe von 79 und eine Tiefe mit Griff von 45. Was hier ist, dieser Schrank ist eigentlich gebaut, dass man ihn hoch einbauen kann. Aus diesem Grund haben wir hier eine Schräge drin und wir haben das Aggregat separat. Das können wir also mit 1,5 Meter Leitung unterm Kühlschrank setzen oder im Schrank nebendran. Das, was jetzt hier runtergefallen ist, ist der Thermostat. Das heißt, wir haben jetzt, der Kühlschrank läuft nicht, 18,7 Grad und hier können wir zum Beispiel über diesen Knopf hier lange drücken und geht lange, 3 Sekunden, 5 Sekunden, dann geht der Kühlschrank aus und wir haben hier nur noch diese Kontrollleuchte. Wir können den Kühlschrank hier wieder einschalten, auch lange drücken, nicht, dass wenn man kurz drauf kommt, dass es gleich ausgeht. Und hier über Set, zweimal drücken, haben wir jetzt eine Temperatur 38,7 Grad, die der Kühlschrank erreichen sollte. Und hier kann man jetzt mit der Taste hochfahren, lange drücken, dann geht es schneller. Ja, irgendwo bei plus 5, 4,7. Und dann, wenn man jetzt nichts macht, geht er zurück auf SP und die Temperatur ist gespeichert. Also das ist Option Digitalthermostat. Kostet einen Aufpreis von 120 Euro Schweizer Franken. Wir haben weitere Optionen, das sind zum Beispiel Kupplungen, wie die anderen Kühlschränke auch. Kupplungen, dass man die Leitung trennen kann, irgendwo durch einen Schott durchfahren kann bei einem Boot und nachher wieder zusammenhängen. Option ist auch eine längere Leitung, das heißt eine Leitung, die bis zu 10 Meter lang ist, das Kühlaggregat wirklich halt weg vom Wohnbereich kann, in die Garage beim Wohnmobil oder in Motorenraum bei Booten. Oder tief in die Bilge, weil in der Bilge ist der kühlste Ort im Boot und je kühler, dass es hier am Kühlaggregat ist, desto besser ist der Wirkungsgrad. Das hier ist eine Sonderfarbe, silberig. Und wenn man Gewalt hat, sieht man das hier weg. Also das wird noch ersetzt. Ich habe den Kühlschrank hier. Ich habe zwei Tablade drin. Ich habe hier zwei Gemüseschubladen. Und ich habe ein Eisfach, Tiefkühlfach zum Aufbewahren von verschiedenen Gütern. Weiter habe ich eine Innenbeleuchtung. Ja, die ist momentan nur abgehängt, weil Steuerung ist auch nicht angehängt. Und ich zeige euch hier das Tippenschild von diesem Kühlschrank. Das ist ein Wemo 95N. Hat 95 Liter Inhalt. Das ist eine Alternative zu unserem 106er, der 5 cm breiter ist. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Kühlschrank. Ich verlinke euch hier oben den 85er, der hat die gleichen Abmessungen, ist aber Aggregat integriert. Und hier der 106er, das ist der, der ein Stück breiter ist. Und sonst könnt ihr mir da mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.